Zone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Hammerwatch 2. Das ist der Nachfolger logischerweise von Hammerwatch 1 und nicht von Heroes of Hammerwatch, das nach Hammerwatch 1 gekommen ist und eher ein Roguelike oder Roguelite ist. Gut, wir starten hier mal. Rolands Rache, nachdem der rote Drache Weltenbrand, der neue König der Burg Hammerfels, erschlagen wurde, konnten die Helden gerade so bei lebendigem Leibe aus der einstürzenden Burg entkommen. Nun können sie einen Moment entspannen, aber nur einen Moment. Kann ich hier weiter? König Rolands Kampf gegen seinen bösen Bruder Lord Archibald und den mächtigen Elendio, den Schrecklichen, geht in dieser direkten Fortsetzung zu Hammerwatch aus dem Jahr 2013 weiter. Du erkundest die Welt außerhalb der Burg, triffst neue aufregende Freunde und furchteinflößende Widersacher, entdeckst versteckte Schätze und Geheimnisse und trainierst und rüstest deinen Helden aus, um die dunklen Mächte zu bekämpfen. Welche Szenarien gibt es sonst noch? Crackshell. Ah, Workshop heruntergeladen, Benutzer definiert. Also das ist das offizielle Szenario. Normal, ohne Mods. Okay. Und es geht los. Zumindest der Ladevorgang geht los. Ah, okay. Es war das Jahr 978. Drei riesige Drachen tauchten plötzlich aus dem Nichts auf und begannen alles zu zerstören. Auf dem Rücken des schwarzen Drachens ritt Elendio der Schreckliche, der auf die verängstigten Menschen herabblickte, die um ihr Leben liefen. Die kleine herianische Armee hatte keine Chance. Sie wurde zerschlagen und der König war gezwungen, sich auf die Burg Superbia zurückzuziehen. Die Zukunft schien düster und es sollte noch schlimmer werden. Eine riesige Armee tauchte im Süden auf, sie kam aus dem Lockday-Hochland. Der Bruder des Königs, Lord Archibald, nutzte die Gelegenheit, um seinen Bruder anzugreifen und den Thron zu stehlen. Dies sollte sich später als hinterhältiger Plan einer unheiligen Allianz zwischen Menschen und Untoten herausstellen. König Roland wurde schließlich gefangen genommen und verlor so den Thron an seinen Bruder, der Nekromant Elendio, der geschwächt war, da er sich nicht auf verfluchten Dankeschön. Wochen später hatten die Drachen Brachfeld verlassen und ruhten nun an strategischen Orten im Umland, um sicherzustellen, dass niemand von außerhalb die Regeneration Elendios störte. Lord Archibald, dem es auf dem königlichen Thron vielleicht etwas zu bequem geworden war, begann Teile seiner Armee zurück nach Lockday zu ordern. Einige Männer nutzten die Gelegenheit und befreiten heimlich den König. Sie alle flohen in eine dunkle Nacht, bis sie von einigen Mönchen aufgenommen wurden, die sich unter der Kirche versteckten. 5 Jahre sind vergangen. Der Widerstand unter der Führung König Rolands blieb dem Bösen gegenüber stets wachsam. Alle Informationen ließen vermuten, dass Elendio fast seine gesamte Kraft wieder erlangt hatte. Er musste eliminiert werden, bevor es zu spät war. Doch zuerst musste Elendios Drachenwächter aus dem Weg geräumt werden. Im Jahr 983 wurden 3 Gruppen fähiger Veteranen zusammengestellt. Ass und seine Männer wurden nach Schachtschloss geschickt. Schön. Mit einem Schiff bist du von Schalterstadt nach Harzanleger auf der Hammerinsel übergesetzt. Dort traf sich die Gruppe mit einem hilfsbereiten Ortskundigen. Er führte euch zu einem nicht besonders gut verborgenen Eingang, durch den ihr euch in die Burg Hammerfels schleichen konntet. Nach vielen Stunden erreicht der Trupp die oberste Etage der Burg und in einer wilden Schlacht erlangt der riesige rote Drache schließlich seine Verletzungen. Mit lautem Gebrüll stürzte das Biest leblos zu Boden. Die Decken und Wände begannen zu zerfallen und die ganze Burg drohte einzustürzen. Glücklicherweise hatte die Gruppe alle seltsamen Bretter gefunden und konnten erfolgreich fliehen. Während die Burg hinter ihnen zerfiel, schaffte die Gruppe es gerade noch zur versteckten Tür, durch die sie die Burg betreten hatte. Und da sind wir nun. Hier beginnt Hammerwatch 2. Okay.
den nehmen wir. Welche Klassen gibt es? Der Waldläufer, ein geborener Jäger, der im Einklang mit der Natur lebt und ihre Kraft nutzen kann. Ein Zauberer, ein Meister der magischen Künste, der seine Gegner mit der Macht der Elemente vernichtet. Paladin, ein rechtschaffener Held, der mit roher Gewalt und festem Glauben für Recht und Gesetz eintritt. Ein Schurke, ein durchtriebener Schurke, der seine Gegner mit Geschick und List überwindet. Ein Hexer, ein Anwender der dunklen Künste, der die Seelen seiner Gegner manipuliert. Ich würde mal... Alexa, stopp. Was war das? Ich glaube, wir nehmen einen Zauberer. I can do it. If you want to ride high, pick me. I'm the one you want. Okay, cool. I'm the one you want. I'm your girl. If you want to ride, if you want to ride high, ride with me. Jawohl, den nehmen wir. So, das sieht cool aus, das lassen wir so. Buch? Ah, der hat ein Buch in der Hand? Er hat ein Buch in der Hand. Ah, okay. Gut. Gefängnis. Da sind wir nun. Wenn du die Bretter angreifst, kannst du es passieren. Du kannst auch Gegner angreifen. Dem rechten Trigger Magieblitz. Okay, wir bekommen Holzstücke. Brüchige Mauern. Aber das ist noch nicht alles. Deine Items, Fähigkeiten und vieles mehr findest du im Spielermenü. Nicht hier, sondern hier. Ein paar Seiten des Spielermenüs enthalten Informationen, die dir bei deinen Unternehmungen helfen. Der erste Reiter zeigt dir deine Items und Werte an, während der zweite Reiter deine Quests und Informationen darüber bereithält. Der dritte Reiter enthält den Fähigkeitsbaum, in dem du neue Fähigkeiten und Unterfähigkeiten freischalten kannst. Der vierte Reiter enthält allerlei Informationen über die Welt und der letzte Reiter zeigt die Weltkarte. Da können wir hier durchschalten. Oder so? Ach so, hier. Mit dem linken und rechten Trigger. Also das hier sind wir. Level 1. Punkte zum Ausgeben haben wir keine. Die Questliste. Brüchige Mauern. Versuche eine Wand mit Rissen zu finden und schlage wiederholt auf sie ein, um sie zu durchbrechen. Risse sind im Dunkeln und der zerstörten Umgebung schlecht sichtbar, aber werden auf der Karte angezeigt, wenn du dich in ihrer Nähe befindest. Ah, das ist cool. Hier gibt es auch Punkte zum Ausgeben und die Karte. Oh! Oh, weg! Hier komme ich nicht durch. Äpfel. Gut, gut. Mannersplitter. Oh. Mann, ich bin blind. Man heilt sich schön langsam wieder. Aha. Im Spiel gibt es zahlreiche Elemente, mit denen du interagieren kannst. Knöpfe, Türen, NSCs und mehr. Hier findest du mehrere verriegelte Gefängnistüren. Manche davon kannst du mit einem Knopf in der Nähe öffnen, den du finden musst, und eine mit einem Schlüssel. Ah, da kann ich mehr anzeigen. Cool. Gut, wir brauchen einen Schlüssel. Und wir brauchen außerdem einen Knopf irgendwo. Wie kommen wir hier rüber? Kommen wir hier durch? Ja, hier kommen wir durch. Und da ist auch schon der Knopf, der so manches
Tor öffnet und uns hier auch den Bronzeschlüssel beschert. Da ist nichts drin. Und hier Stoffschuhe. Können wir die gleich anziehen oder haben wir schlammige Sandalen? Stoffschuhe, okay. Das ist auf jeden Fall mal ein Upgrade, würde ich sagen. So, weg hier. Genau, alter Marinesoldat Halvard. Halvard. Haha, naja, eigentlich wollte ich gerade gehen, aber als ich das Gebrüll von dem sterbenden Drachen hörte, wollte ich sehen, ob du hier gleich auftauchen würdest. Als Teile der Decke auf mich herunterstürzten, wollte ich rausrennen, aber dann habe ich dich da hinten gesehen und dann hörte die Burg plötzlich auf zu beben. Ich stehe jetzt hier seit langer Zeit, niemals hätte ich erwartet, dass sich auf dieser Route so viele Monster herumtreiben. Aber das hätte man sich wohl denken können. Gehst du zum Hafen, um mit Kapitän Somners Schiff zurück auf das Festland zum König zu fahren? Ja, ich hoffe, dass du großzügig für das Erschlagen von Weltenbrand belohnt wirst. Der Widerstand übernimmt langsam die Kontrolle, wie es scheint. Aber erstmal alles zerstören hier. Mana Splitter. Okay, und da geht's raus. Osthammerinsel. Das sieht doch richtig nett aus. Kehre zum Versteck zurück. Also ich finde das sehr hübsch, die Grafik. Du bist zurück und lebendig, bestimmt dank dem Trank, den ich gebraut habe, oder? Naja, wenn du noch einen Trank brauchst, mache ich dir gern einen gratis. Aber dafür brauche ich ein neues Fläschchen und ein paar Amaryllis. Kannst du mir das bringen? Klar können wir das bringen. Denke ich zumindest. Okay. Hier ist nix. Hier kannst du dich nicht nur von deinen Reisen ausruhen, sondern auch Essen und Ausrüstung kaufen. Außerdem steht dir in der Stadt, die du zuletzt besucht hast, ein Wiedergeburtsort zur Verfügung. Okay, falls wir sterben, werden wir hier respawnen. Guten Tag, der Herr. Ich bin Wilhelm vom Erkunder-Club. Naja, noch nicht ganz, aber hoffentlich bald. Würdest du mir gerne helfen? Es ist eine einfache Sache. Du musst nur ein paar Schilder für mich finden. Es ist ein Job, verstehst du? Okay. Schilder suchen. Gesucht. Roland Stahlwille wegen Verbrechen gegen die Krone. Tod oder lebendig? Tod wird bevorzugt. Beweis des Todes ist nötig. Belohnung des Schütteln von König Archibalds schwitzige Hand. Herrlich. Der Barmann. Ich wünschte, ich könnte dir etwas anbieten, aber der Keller, in dem ich meine Waren lagere, ist wieder voll mit diesen aggressiven Käfern. Bis die weg sind, kauft keiner was bei mir, besonders nicht du. Na denn, gehen wir mal in den Keller, oder, würde ich sagen. Es hat zwar eine Weile gedauert, aber wir freuen uns alle, dich hier wohlbehalten wiederzusehen. Ich nehme an, die Mission war ein Erfolg. Okay, wir gehen mal. Nicht ruhen. Wir gehen mal in den Keller. Und schauen, dass wir uns ein paar dieser Käfer schnappen. Hier ist... Oh. Ich muss hier sehr vorsichtig agieren, weil wir... Oh, eine leere Flasche. Weil wir ja, da wir Zauberer sind, auch gar nicht so viel Leben haben. Vielleicht ein paar Worte zur Grafik bzw. zur Steam Deck Version. Oben sieht man es, läuft eigentlich durchgehend mit 60 Frames. Die Grafik ist eigentlich wie gemacht für Steam Deck. Ohne jetzt sagen zu wollen, dass die Steam Deck schwach ist, aber das ist sehr cool auf einem kleinen Bildschirm irgendwie. Und die Steuerung finde ich bis jetzt auch sehr nett. Eine kleine leere Flasche.
hier glitzert was. Komme ich da durch? Nö. Kann ich das hier anzünden? Ja, tatsächlich. Ach, vielleicht ist das so ein kleines Rätsel? Entschuldigung. Eieiei. So. Hier haben wir so einiges. Ach, hier. Gar nicht so leicht zu sehen. Aber ich glaube nicht, dass da was Besonderes jetzt passiert. Ach so, vielleicht überhaupt, wenn man alle im Keller anzündet. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Oh, da sind auch welche hinter der Mauer versteckt, also hinter der Wand versteckt. Das ist aber fies. Nämlich hier auch, oder? Nö, hier nicht. So, dann ist Keller ist aktualisiert. Wir machen ihm auch gleich mal alles kaputt, was wir hier sehen. Hier war noch eine Fackel. Ich glaube, wir haben jetzt alle. Jetzt gehe ich trotzdem noch, genau, diese Wände ab. Kann ja sein. So. Hier ist nichts mehr. Wir gehen einmal noch das Ganze. Hier ist noch eins. Oh. Geht irgendwo hin? Nach unten? Geheimnisvolle Höhle. Oh. Wow. Eng, aber geht sich aus. Ein paar Käferschuppen. Ah, da sind noch welche. Oh, Pilz. Oh, okay. Komme ich hier nicht irgendwo? Hier komme ich rauf. Naja. Au. Oder. Ah, ich sollte nicht. Ich sollte nicht irgendwo hingehen, wo ich noch nie war, wo Gegner sein könnten. Mehr. Hallo. So, dann holen wir uns die Schuppen. Hoffen, dass wir möglichst schnell wieder hochheilen. Oh, dein Level wurde erhöht. Du hast Attributs und Fähigkeitspunkte, die du ausgeben kannst, um deinen Charakter zu verbessern. Das heißt, das könnten wir jetzt schon. Hier haben wir 5 Punkte auszugeben, die wir zum Beispiel in Stärke, Intelligenz und Geschick geben können. Wir machen das mal hier in. Ah, Mana und Mana-Regeneration. Geschick. Bringt mir Ausdauer. Okay. Oh. Und. Hier haben wir auch 3 Punkte auszugeben.
Wir haben hier Phasenverlagerung. Du schnellst durch verzerrte Zeit voran und belegst alle Gegner mit in deinem Weg mit Verlangsamung. Magieblitz. Dein Stab erzeugt einen Blitz. Magische Energie, der beim Aufprall explodiert und Haupthandschaden verursacht. Ein magisches Grimoire. Der Zauber deines ausgerüsteten Grimoires wird eingesetzt. Barriere. Erzeugt eine schützende Barriere um dich herum, die den erlittenen Schaden vorübergehend reduziert. Wir nehmen mal das hier. Oder haben wir das schon? Ja, schauen wir nochmal. Upgrade 2. Das haben wir schon alles. Aha. Ist ja cool. Okay. Das heißt, ich drücke jetzt mal den RB. Das ist mein Schild quasi. Der linke Trigger. Ach, das ist das hier. Das kann ich vielleicht jetzt zünden. Ah. Und Y ist ein Dash. Hier reinlaufen und den linken Trigger drücken und so ziemlich alles ist weg. Ah, da kann ich dann runterspringen. Ein Bronzekelch. Ja, schön langsam wird es auch besser mit dem Zielen. Hier gibt es wieder ein paar Pilze. Ich bin ja schon gespannt, was ich dann mit dem ganzen Zeug, das ich hier aufsammle, was ich damit machen kann. Ob ich es nur verkaufen kann oder ob ich irgendwelche Sachen craften kann. Vielleicht selber Tränke brauen. Wer weiß, wer weiß. Hier ist jedenfalls Schluss. Hier ebenso. Pilze. Ich denke, wir sind hier soweit fertig. Jo. Da sind noch Pilze. Dann geht's schon wieder rauf. Okay, aber hier unten. Ach so, wir wollten noch die Wände kurz fertig schauen. Ich bin mir sicher, dass hier oben auch was ist. Nö. Irgendwo werde ich wahrscheinlich eine Fackel übersehen haben. Oder es bringt einfach nichts. Ist auch möglich. Aber diese Quest haben wir jetzt mal abgeschlossen. Super, der Laden ist wieder geöffnet. Wunderbar. Das heißt, jetzt können wir hier einkaufen. Danke, dass du den Keller ausgeräumt hast. Möchtest du etwas kaufen oder dich nur unterhalten? Aber um ehrlich zu sein, ist mir nicht sonderlich danach, mit dir zu reden. Dankeschön.
In einem Laden kannst du Waren kaufen und oder verkaufen. Die Preise und das Warensortiment der Läden können variieren. Aber wir können jetzt zum Beispiel unsere alten Sandalen verkaufen. Kann ich das? Okay. Mit X kann ich das schnell verkaufen. 78 Pilze. Erstmal weiterschauen hier. Die Piraten überfallen uns andauernd und ich habe es satt. Mich würde es überglücklich machen zu sehen, wie jemand diesen nichtsnutzigen Mistkerlen eine richtige Abreibung verpasst. Das lässt sich einrichten. Das können wir von ihm hier kaufen. Du kannst alles kaufen, was noch übrig ist. Ich wünschte nur, ich wäre wieder auf dem Festland. Ich bin schon so lange hier. Ich hoffe, der Kapitän kommt bald zurück. Ah, und hier gibt es auch ein paar Sachen zu kaufen. Hier gibt es weitere Quests. Naja, Gisser und ich schieben hier normalerweise Wache, aber die Piraten stehlen immer wieder unsere Waffen, auch wenn wir neue herstellen. Aber jemand muss die Wolf-Population hier auf der Insel unter Kontrolle halten. Hey, meinst du, dass du das kannst? Und wenn du mir die Pelze bringst, vielleicht gebe ich dir dann diese Handschuhe dafür. Haha. Na klar. Können wir einfach mitnehmen. Großmutter Minova, ich weiß, dass meine Enkelin Brigitte mit dem gleichen Schiff wie du ankam, als du auf dem Weg warst, Weltenbrand zu erschlagen. Sie sollte mir etwas feinen Wein vom Festland bringen, aber ich weiß nicht, wo sie abgeblieben ist. Wenn du sie siehst, sag ihr, dass sie mir den Wein bringen soll. Sie trägt eine rote Kapuze. Das werde ich ihr sagen. Brigitte mit dem roten Käppchen soll den Wein der Großmutter bringen. Das sind Piraten. Zumindest greifen sie mich an und schreien. Oh, und schießen auf mich. Weg! Den rechten Button darf ich auch nicht vergessen. Da sind schon Wölfchen. Ein paar Wolfspelze, bitteschön. Gib mir doch Wolfspelze. Oder vielleicht bekomme ich keine, wenn ich sie mit meinem Feuerball verbrenne. Das wäre doof. Also doof für mich. 5 Gold. So. Au. Okay, hier müssen wir bestimmt rein. Mal noch ein paar Sachen aufheben. Kaputt schlagen. Südwest-Piratenversteck. Das eine gute Idee war. Egal, alles zerstören. Die rechte Anzeige. Die gelbe heißt, dass ich habe 50% von diesem Level. Ja, genau. Okay. Na denn. Und. Oh. Rums. Und das Grüne ist meine Ausdauer. Aha, okay. Hehehe.
Oh, 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 weg hier. Mit Bomben auf mich schießen. Das ist nicht gastfreundlich. Ich meine, ich bin auch kein ich brauche eine Pfanne, okay. Ich bin auch kein toller Gast, weil ich hier alles kaputt schlage. Vielleicht wären die gar nicht so böse, wenn ich nicht einfach alles immer kaputt schlagen würde. Bedient der die Kanone vielleicht? Das wäre schräg. Hier. Eisenerz. Ich komme hier auch nicht runter. Also ich muss wirklich die Treppe nehmen. Muss nur versuchen, mich ein wenig rar zu machen, nicht oft treffen zu lassen, bis ich wieder etwas hochgeheilt bin. Und vielleicht, oh, Feuerfellstiefel. Warum bekomme ich nur was für die Beine? Hier. Ausrüsten. Okay, staubiges Grimoire, altes Grimoire. Das sind andere Spells. Okay, das macht beides 14 Schaden. Jo. Oh, hier ist viel los. Hallo, meine Freunde. Und tschüss. Oh, der hier. Die Fernkämpfer sind nervig. Sag ich als Fernkämpfer. Okay. Ganz in Ruhe alles kaputt schlagen. Wieder eine Pfanne. Oh. Also die Nahkämpfer, die sind für mich als Fernkämpfer relativ einfach. Das finde ich nicht nett. So, das gibt gleich mal einen Rundumschlag in magischer Form. So. Puh. Oh, hier hinten sind noch welche. Habe ich da Falle ausgelöst? Oh ja, die gehen wirklich. Boah. Oh, da war jetzt mächtig Glück dabei. Bin gerade aufgestiegen während des Kampfes. Während dem Kampf. Oh. Sehr gut. Ja, da geht es oben noch weiter. Ich muss erstmal noch hier reinschauen. Da gibt es auch was Nettes. Gibt es eigentlich keine Karte? Schade.
Kann ich das benutzen? Nö, schade. Au. Ich glaube, ich gehe mal hier oben links zuerst. Wie gesagt, eine Pfanne brauchen wir auch. Wohl zum Kochen. Da sind auf jeden Fall noch ein paar Gegner. Das dürften aber nur Nahkampfgegner sein. Jawohl. Ein Froststab? Auch mit 14 Schaden. Allerdings eben... Allerdings eben Frost statt Feuer. Schauen wir mal. Oh. Ein Messingfernrohr. Das ist auf jeden Fall schon mal, glaube ich, eine coole Beute. Oh. Yo. Oh, das sind viele. Das sind sehr, sehr viele. Ich könnte Heilung ganz gut gebrauchen. Eine einfache Robe. Robe. Oh, sehr gut. Viel besser als meine jetzige. Menü. Jawohl. Da oben ist schon, boah, schon wieder so ein Fernkämpfer. Bogenschütze. Aber die zielen zum Glück nicht besser als ich. Geld. Danke. Eieiei. Ich habe jedenfalls... Wow. Ich... Pff, da komme ich nicht weiter. Oh, ich bin gestorben. Aha, das kostet Zeit und Geld. Zeit ist Geld. Leider bist du gestorben. Aber das ist nicht das Ende. Du kannst entscheiden, wo du wiedergeboren werden. Wiedergeboren werden willst. Du wirst zwar etwas Zeit und Gold verlieren, kannst deine Reise aber fortsetzen. Das heißt, wir können hier gleich im Versteck weitermachen, haben allerdings warum auch immer Zeit. Das verstehe ich nicht. Aber das werde ich vielleicht später noch sehen. Was das mit der Zeit auf sich hat. Okay, das kann ich hier nicht öffnen. Wäre echt total dafür, eine Karte zu haben. Das wäre richtig schön.
Hallo. Hey, hey, hey. Wow. Das war knapp. Und hier kann ich irgendwie rüber schwingen später, nehme ich an. Sonst wird es das hier nicht geben. Die haben mehr Reichweite als ich. Au, au, au. Vielleicht hätte ich, bevor ich hier reingehe, mal schauen sollen, dass ich Tränke bekomme. Aber das ist mal ein riesiges Piratenversteck. Wenn ich hier so durchschau. Oh. Ich meine, wir befinden uns im Südwest-Piratversteck. Jetzt sind wir im Nordwest-Piratversteck. Also ist das ja nochmal gefühlt ein Eck größer. Oh. Ach, das sind so viele Gegner. Der ist zum Glück sehr langsam. Schal eines Piratenkapitäns. Oh. Das dürfte mein Questgegenstand sein. Als Beweis, dass wir diese elendigen Piraten gekillt haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier ziemlich viel schon erledigt haben von dem Piratenversteck hier. Eine Karotte, vielen Dank. Oh, und jetzt wieder diese Fernkämpfer. Oh, und gleich so viele. Ach, die nächsten. Wie viele dieser Schals benötigen wir?
Lamasplitter. Oh, da geht's runter auch noch. Oh ja, ja. Oh Mann. Ach, ich bin so doof. Aber jetzt könnten wir mal schauen, ob wir einen Trank schon bekommen können. Auf jeden Fall finde ich die Grafik total schön und ja, ich weiß, ich komme nicht dazu, mich um die Tränke zu kümmern. Ich muss jetzt in die Wolfshöhle rein, glaube ich. Ich muss hier mal reinschauen. Vielleicht ist die ja auch nicht so groß. Auf jeden Fall ist sie geheimnisvoll mit vielen Fledermäusen. Ah ja. Da passt ja das ganz gut. Oh. Cooldown. Also die machen nicht viel Schaden, die sind bloß lästig. Und in Mengen machen die bestimmt auch gut Schaden. Boah, das ist wieder so groß. Wow. Wolfsleber. Oh, was? Moment, Moment! Geht weg. Ich will das lesen. Weg hier. Ich kann das schwarze Herz darin kaum sehen. Vielleicht hat Ash jetzt einen Weg gefunden, die Kristalle zu zerstören. Oh. Oh, hallo. Borek aus dem Osten. Sei gegrüßt, Reisender. Ich sammle die schönsten, wertvollsten Dinge. Dieses Mal bin ich auf der Suche nach Andenken an Piraten. Hilfst du mir? Piratenandenken. Okay. Auf jeden Fall gibt es hier richtig viele Quests zu erledigen. Ich finde es auch bis jetzt alles andere als einfach, was aber nicht schlecht ist. Es läuft auch richtig schön am Steam Deck. Eigentlich ohne Probleme, sieht sehr nett aus. Da gibt's einiges zu tun unterwegs jetzt. Gut, ich würde sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.